Yo Leute, was geht ab? Seid beim Start mit einem kurzen Video zum Thema Kreuzheben. Und zwar, ich habe vor einigen Tagen ein Video rausgebracht, die Frage beantwortet hat, ob Kreuzheben eben eine Rückenübung oder eher eine Beinübung ist. Ja? Und ich habe in diesem Video eigentlich eindeutig gesagt, dass es meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Beinübung ist und dass es da auch eigentlich keine zwei Meinungen gibt, wenn man es objektiv betrachtet, weil eben der primäre Beweger dieser Übung nicht der Rücken ist. Also der Unterrücken zum Teil, aber nicht der Rücken, also Lat, Rhomboid, Nacken etc. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und da habe ich häufig Nachrichten bekommen, hey Sepp, wie wichtig ist Kreuzheben für den Muskelaufbau? Also ich rede jetzt vom reinen Muskelaufbau. Ich rede jetzt nicht, um athletisch zu werden, um schneller zu werden, um höher zu springen oder sonstiges, sondern nur um den reinen Muskelaufbau. Also meine Meinung eben dazu, ob es eben notwendig ist, überhaupt Kreuzheben für Bodybuilding oder Fitness, was nur optikorientiert ist, sage ich mal, auszuführen. Und das ist es definitiv nicht. Also ich spreche vom ganz normalen Kreuzheben. Ich spreche jetzt nicht vom rumänischen oder vom gestreckten oder sonstiges, sondern vom reinen, normalen Kreuzheben. Das Problem, ja, an diesem Kreuzheben ist auch zugleich eigentlich der große Vorteil. Man trainiert zwar alles, aber nichts wirklich richtig. Zum Beispiel, nennt mir irgendeine Muskelgruppe, die ihr mit Kreuzheben speziell zum Wachsen bringen wollt. Und ich kann euch eine Übung sagen, die das viel besser kann. Nehmen wir mal die Lats, okay? Jemand nimmt Kreuzheben, um seine Lats zu vergrößern. Da kenne ich halt viel bessere Übungen. Jeder Zug, vertikal oder horizontal richtig ausgeführt, wird eure Lats eben besser stimulieren als Kreuzheben. Manche benutzen es vielleicht für den Nacken. Dabei ist zum Beispiel so ein Shrug viel effektiver, um den Nacken optimal zu trainieren. Wenn man sich sogar noch ein bisschen leicht vorbeugt und sonstiges, kann man ein bisschen mehr aktivieren. Wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich natürlich ein Anatomievideo oder ein Übungsausführungsvideo zu Shrugs mal rausbringen. Wenn ihr die Unterarme stärken wollt, ja, das ist halt ein statisches Halten. Das könnt ihr auch ohne Kreuzheben, da könnt ihr die Hantel einfach nur in die Hand nehmen. Wenn ihr den Beinbizeps trainieren wollt, ja, dann könnt ihr auch ganz einfach rumänisches Kreuzheben ausführen. Kein Problem. Rumänisches Kreuzheben wird euch eben mehr Beinbizepswachstum geben. Wenn ihr den Oberschenkel trainieren wollt, dann macht Squats. Also für jede Übung, für jede Muskelgruppe, ja, die das Kreuzheben trainiert, gibt es eine Übung, die es besser kann. Aus dem Grund ist auch Kreuzheben auf gar keinen Fall notwendig, wenn man eben optisch trainiert. Also ihr könnt es weglassen, wenn ihr keinen Bock drauf habt oder sonstiges. Wie gesagt, ich rede jetzt nur vom klassischen Kreuzheben. Ja? Sumo ist, finde ich, noch weiter hinten. Also hat noch weniger mit Bodybuilding und sonstiges zu tun, das Sumo-Heben. Weil, ja, man könnte noch argumentieren, dass das Kreuzheben, wie gesagt, den unteren Rücken sehr stark belastet. Wobei Hyperextensions das auch noch viel besser können. Aber Sumo-Kreuzheben macht alles nochmal viel schlimmer, also viel schlechter. Ja? Die ganzen Vorteile, die das normale Kreuzheben eben hat. Das heißt, jeder, der rein optisch trainiert, der muss eben kein Kreuzheben machen. Das ist das Wichtige. Die Vorteile von Kreuzheben liegen aber natürlich auf der Hand. Also zum Beispiel, ich würde mal behaupten, dass für Leute, die eben athletisch werden wollen, ja, der Carryover, das heißt, der Carryover ist eigentlich die Übertragung, also wie gut eine Übung sich aufs normale Leben übertragen lässt oder auf eine Sportart übertragen lässt, ist natürlich beim Kreuzheben viel höher als bei einem Shrug, klar, oder bei einer Hyperextension. Aber was nicht heißt, dass es halt mehr Muskeln euch geben würde, sondern es ist einfach funktionaler. Ich persönlich mache auch viel, viel, viel mehr rumänisches Kreuzheben, weil es eben viel mehr den Beinbizeps belastet. Normales Kreuzheben mache ich echt nur aus Spaß, ja, um das irgendwie nicht zu verlernen komplett, aber das ist überhaupt gar keine Progress-Übung von mir. Und ja, wie gesagt, weil es ist auch immer ein Unterschied, ob man Anfänger ist oder ein bisschen weiter fortgeschritten, weil ich brauche eben mehr Volumen pro Muskel, um ein Wachstum zu erzeugen, ja. Ein Anfänger kann von Kreuzheben super, super Nacken entwickeln, ja, super guten Nacken entwickeln, nur vom Kreuzheben, ja. Weil wenn der Muskel 100% ausgereizt ist für ein Muskelwachstum, dann bringen eben Isolationsübungen nicht mehr viel mehr, aber ich brauche eben viel mehr Sätze und dann wird es nicht mehr wirklich profitabel, weil dann müsste ich, keine Ahnung, 50 Sätze Kreuzheben machen, damit ich eben 100% Nacken-Gains, sage ich mal, mache, ja. Aus dem Grund mache ich persönlich Kreuzheben nicht und wie gesagt, jeder, der es eben optisch, der optisch eben trainiert, der muss es auch nicht machen. Aber wie gesagt, die Vorteile sind eben, liegen hier eben auf der Hand. Man kann halt in relativ kurzer Zeit relativ viele Muskeln beanspruchen. Ja? Das heißt, man kann in relativ kurzer Zeit viel Volumen für die Muskeln eben heraushauen, sage ich mal. Und dadurch kann man halt in einer relativ kurzen Zeit einen sehr guten Muskelwachstum erzeugen, ja. Aber je nachdem, wie viel Volumen ihr braucht, ja, wie fortgeschritten ihr seid, wird das dann irgendwann nicht mehr verhältnismäßig.
Das war's auch schon mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert und shared das Video mit der ganzen Welt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen extrem geilen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.